Hallo und herzlich willkommen bei Ralfs Unboxing. Ja, so ein Video wie dieses gab es schon lange nicht mehr auf meinem Kanal. Nämlich ein Tag-Video. Getaggt wurde ich vom Simmy. Der Link vom Simmys Kanal ist unten in der Videobeschreibung. Und der Tag ins Leben gerufen wurde von Olli Uncut. Deswegen auch Olli Uncuts Lenticular-Tag. Die Regeln des Tags waren, man soll alle Lenticular-Cover aus seiner Sammlung in einem Video vorstellen. Das habe ich jetzt mal gemacht, ein bisschen mich vorbereitet, habe alle Lenticular-Editionen aus meiner Sammlung mal auf den Tisch hier sortiert. Vielleicht habe ich die eine oder andere vergessen. Bei zwei weiß ich genau, dass ich die vergessen habe, weil diese Edition habe ich noch nicht auf meinem Kanal vorgestellt. Das kommt aber bald das Video, deswegen nehme ich die jetzt auch nicht in dieses Video mit rein. So, dann fangen wir einfach mal an mit dem linken Stapel. Das ist einmal die Limited Sign Collection. Da habe ich ein paar Titel von. Da sind immer Lenticular-Cover vorne drauf. Das ist einmal Phantomkommando. Hier ist der Lenti. Ich hole das mal hier raus. Hier ist der Lenti-Effekt, denn Arnold Schwarzenegger, wie er von ganz hinten nach vorne kommt. Ich hoffe, das sieht man gut. Die Lentis sind jetzt nicht so super geil bei dieser Sign Collection, aber sie sind auf jeden Fall fest. So, das war der erste Titel. Den packe ich gleich wieder rein. Ich mache das jetzt mal anders. Ich hole jetzt nicht jeden aus der Schutzfolie raus. Ich zeige das einfach so, bloß mal so. So, Warp the Line. Da ändert sich im Hintergrund nur die Farbe. Dann Wolverine, richtig geil. Da wird er halt zum Wolverine und zum Skelett. Also zum Inneren von Wolverine. Richtig, richtig geiles Cover. Dann haben wir hier Alien vs. Predator 2. Da haben wir dasselbe wie bei Walk the Line. Das im Hintergrund sich dann nur die Farbe vom Lenti ändert. So, dann hier Alien vs. Predator 1. Da kann man sich den Effekt schon vorstellen. Alien einmal und einmal Predator. So, dann haben wir hier Predators. Da taucht im Hintergrund ein Predator auf. Ja, sogar mit dem roten Licht. Dann haben wir hier Predator 2. Einmal Predator mit und einmal ohne Maske. Auch richtig cooler Effekt. Und dann haben wir hier Predator 1, einmal Schwarzenegger und dann einmal der Predator drauf. Ja, vielleicht wird das Video doch gar nicht so lang, weil das doch relativ schnell geht, das Abfertigen. Naja, ich muss ja noch die Fußlips und so auspacken. Mal gucken. So, dann hier kommen wir zum ersten Lenti Steelbook. Da ist einmal Iron Man 1 von Savi. Der Lenti-Effekt ist jetzt nicht so hervorragend, das geht mehr so in die Tiefe. Das kommt jetzt auf dem Video vielleicht nicht so gut rüber, weil die Iron Man Schrift, die ist immer so, als wenn die so ein bisschen schwebt. Iron Man 1 von Savi. Dann eine Emery und zwar vom Film Cull. Das ist auch mehr so eine Tiefenwirkung. Sieht aber doch richtig, richtig geil aus. Also das ist eine Emery mit Schuber. Auch richtig cooler Barbarenfilm. Zwar nicht mit Conan vergleichbar, aber kommt schon sehr nah dran. Also ran. So, hier haben wir dann die Special Edition inklusive Soundtrack-CD von Natural Born Killers. Da sieht man auch richtig geil diesen tiefen Wirkungseffekt. Richtig, richtig cool. So, wieder ein Savi-Titel von Marvel. Guardians of the Galaxy. Auch hier nur der Effekt in die Tiefe. So, dann kommen wir zu Iron Man 2. Das ist ein bisschen anders. Da bewegt sich auch der Iron Man im Mark 5 Suit. Auch richtig cool. So, dann haben wir hier Avengers. Oder Avengers Ensemble. Auch von Savi. So, dann Iron Man 3. Da im Hintergrund ist auch dann mehr diese Tiefenwirkung. Auch richtig geiles Cover. Jetzt kommen wir zu einer eher Enttäuschung, dass einmal Kimchi, warte, Moment, ich muss erst mal gucken, ob das richtig ist. Ich weiß jetzt gar nicht. Ich glaube, das Kimchi DVD Cover, Lenticular Cover von Terminator Die Erlösung oder Terminator Salvation. Das werdet ihr gleich sehen, warum ich sage Enttäuschung. Also wenn das Lenti so ist, sieht man halt nur die Stadt, aber schimmern trotzdem noch die roten Augen vom Terminator durch. Und wenn man das so macht, dann ist dann die Stadt verbrannt und man sieht das Terminator-Gesicht. Also die gehen nie richtig weg, die roten Augen, und das gefällt mir halt nicht so gut. Aber trotzdem eine coole Idee, leider nicht gut umgesetzt. Aber was willst du machen? Wie gesagt, Kimchi DVD, Terminator Salvation. So, dann haben wir hier noch einen Film, und zwar die Neuverfilmung von Conan. Auch ein eher Tiefenwirkungseffekt, aber auch richtig geiles Lenti. Und mir gefällt auch der Film richtig gut. Ist aber auch nur eine Amari mit Schuber. So, jetzt ein sehr schwaches Lenti auf einem Steelbook, und zwar Sin City 2. Wie ihr seht, man sieht kaum etwas. Also ich auch selber, wo ich jetzt davor sitze, sehe kaum einen Effekt. Ach doch, hier.
dieses im Vordergrund kommt ein bisschen weiter heraus. So, jetzt wieder ein cooler Effekt bei Wolverine Weg des Kriegers. Richtige schöne Tiefenwirkung. Richtig geniales Lenti, wie ich finde. So, dann Angry Birds. Auch mehr Tiefenwirkung, aber trotzdem cool. Dann Saturn exklusiv Steelbook von dem Film Sabotage mit Arnold Schwarzenegger. Richtig geiles Lenti, aber auch nur, wenn man direkt davor sitzt. Diese Sabotageschrift bleibt halt immer im Vordergrund und das andere ist im Hintergrund, als wenn das dahinter schwebt. Richtig, richtig geil gemacht. Ja. Dann wieder ein Schuber von Planet. Ach Quatsch. Von Piraten. Na, von Fluch der Karibik Fremde Gezeiten in 3D. Erstauflage. Habe ich leider kein Steelbook von. Aber das ist doch ganz cool, weil es hat auch kein FSK-Flatsch drauf. Ja, da kommt unser erstes Fullslip. Das lege ich erstmal beiseite. Das machen wir zum Schluss. Dann haben wir hier einmal Pixels. Auch kein richtig cooler Effekt. Also nicht unbedingt cool, meine ich nicht. Also man sieht kaum was. Auch wieder nur 3D-Wirkung. So, dann Titanic. Sollte in keiner Sammlung filmen, dieser wunderbare Film. Bisschen schmutzig noch. Aber auch recht schöner Effekt mit der Schrift im Hintergrund. So, wieder ein Fullslip. Nach meiner Meinung hier in diesem Fullslip auch das beste Lentikular, was ich je gesehen habe. Aber da kommen wir ja gleich zu. Dann auch wieder eine Enttäuschung. Insgesamt dieses Steelbook der Marsianer. Und zum Schluss an den normalen Steelbooks haben wir einmal Turbo. Ja, so, dann haben wir hier noch vier Hero Packs. Einmal Expendables 2, Back for War. Auch cooler Tiefenwirkungseffekt. Dann Expendables 3, The Man Shop. Der Effekt schon etwas schlechter, aber auch trotzdem noch erkennbar. Dann haben wir hier noch The Last Stand mit Arnold Schwarzenegger. Auch schon ein richtig cooler Effekt. So, und jetzt kommen wir zu den beiden Full Slips, wo Lentis drin sind. So, da haben wir hier ein richtig geiles Lenti-Bild. Das beste in meiner gesamten Sammlung, und zwar von Birdman. Da sieht man halt das Birdman-Logo jetzt und dann taucht nach und nach die ganzen Charaktere auf. 6 in der Zahl. Und nochmal wieder zurück. Also wie gesagt, vom Lenticular-Effekt ist dieses Cover wirklich mega genial. Dann alle weg. Richtig, richtig geil. Ja, das ist wie gesagt Platz Nummer 1 bei mir. So, jetzt haben wir noch ein Lenticular hier drin beim Fullslip von Terminator Genesis. Von meiner Seite, hier ist noch so eine geile Karte mit bei. Und hier ist der Lenti-Effekt. Das halt, dass wie der Kopf denn so immer kleiner wird. Auch vom Filmarena. Die machen eigentlich einen guten Job. Thema Lentis. Ja, das packe ich alles dann gleich wieder ein. Ja, das war mein Lenti-Olli, das war mein Olli Uncuts Lenticular-Tag. Ich fand die Aufgabe sehr cool. Ich fand auch den Tag eine gute Idee mit den ganzen Lenticular-Covern halt ein bisschen aufwendig, weil jeder halt seine Lenticular-Cover aus der Sammlung raussuchen muss. Aber das ist ja nicht schlimm, macht ja Spaß. Und jetzt muss ich noch ein paar Leute taggen. Ich tag mal 2 Leute. Ich weiß gar nicht, ob derjenige überhaupt so viele Lenticulars hat, aber ich tag ihn mal, den Andreas von Ich packe aus. Der hat schon lange keine so eine Filmvideos mehr gemacht. Jedenfalls nicht so eine Tags. Und der einmal Mickey und Mallory vom Mickey und Mallorys Filmuniversum. Ja, die beiden tagge ich. Die Links von den beiden Kanälen sind auch unten in der Videobeschreibung, sowie auch der Link von Simi und Olli Uncut. Ja, danke fürs Taggen, Simi. Danke, dass du den Tag ins Leben gerufen hast, Olli. Und ja, in diesem Sinne, ciao, euer Ralf von Ralfs Unboxing. Tschüss.